Herzlich willkommen zum Livestream mit den Nominationen zum WTT Young Leader Award 2020. Die Jury hat heute Abend getagt und ihre Entscheidungen gefällt. Die Jury besteht aus hochkarätigen Leadern aus Wirtschaft und Wissenschaft und wir stellen sie euch gerne rasch vor. Es ist dabei der Christoph Oswald, Head of Human Resources von der Bühler. Der Thomas Haring, CEO von der Leica Geosystems. Der Klaus Brammertz, CEO von der Bauwerk Böhn Group. Dann Heidi Bösch, Leiterin Direktion Personells und Clubschule von der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Dann der Bruno Rees, Partner von BWC St. Gallen. Der Daniel Wessner, er ist Leiter vom Amt für Wirtschaft und Arbeit vom Kanton Thurgau. Dann der Daniel Seelhofer, der Rektor von der Ost. Und ebenfalls von der Ost ist Marion Peter. Sie leitet das Departement Wirtschaft und den Campus St. Gallen. Ja, und wenn man vom Young Leader Award redet, dann ist auch die Wissenstransferstelle gefragt. Und wir haben jetzt da bei uns den Leiter von der Wissenstransferstelle WTT, den Peter Müller. Hallo Peter. Hi Pascal. Guten Abend. Peter, das Jury-Meeting ist gerade fertig. Gehen wir doch noch mal einen Blick zurück. Sag uns doch, wie hat das Feld im Qualifying ausgesehen für den Young Leader Award 2020? Wie viele Projekte, wie viele Studierende, wie viele Coaches, Auftraggeber und so weiter sind am Start gewesen? Nenn uns doch ein paar Zahlen bitte. Ja, vielleicht erstens, im vergangenen Studienjahr haben im Departement Wirtschaft forscht 550 Studierende in 218 Projekten geschafft. Zweitens, von all denen sind 200 Studierende ins Qualifying für den WTT Young Leader Award 2020 ins Rennen gegangen, mit 42 Projekten und mit ebenso vielen Auftraggebern aus der Wirtschaft, Verwaltungen und mit ebenso vielen Projektcoaches. Und drittens, aus all diesen Teams in Qualifying sind 2x6 Praxisprojektteams je in Marktforschung und Managementkonzeption für den WTT Young Leader Award vornominiert worden. Und gerade vorhin hat die Jury entschieden, welche zwei Teams werden hochoffiziell nominiert und werden am 8. Dezember Bühne vom WTT Young Leader Award in der Turnhalle St. Gallen aufsteigen. Ja, vielen Dank, Peter. Also einmal mehr eindrückliche Zahlen und eine spannende Ausgangslage. Ich bin sicher, das gibt auch einen spannenden WTT Young Leader Award. Auf was ihr euch dürft freuen, liebe Studierende, wenn ihr nominiert seid, das schauen wir uns jetzt zusammen an, in einem Zusammenschnitt, ein Rückblick vom WTT Young Leader Award 2019. Young Leader Award 2019. Es ist mir eine große Freude, so viel menschliche Intelligenz vor mir zu sehen. Ihr, liebe Studentinnen und Studenten, wisst, was es heißt, sich zu freuen, wenn man hier oben steht. Der Winner WTT Young Leader Award in Marktforschung St. Galler Kantonalbank. In Managementkonzeption Team für Braunwalder. Also, du bist ja dabei, der BLK 247. Wie auch immer, es ist einfach so. Schönen Abend, herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön.
Impressionen aus dem 2019, jetzt aber ist 2020. Wir sind live im 18. Stock von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir begrüßen die Jury-Mitglieder Heidi Bösch und Daniel Wessner. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Fangen wir vielleicht an mit dem Daniel Wessner. Daniel, vorab wollen wir von dir wissen, was macht eigentlich ein Juror? Was ist eure Aufgabe und wie packen wir die an? Ich muss die Arbeiten natürlich einmal ganz genau lesen. Die betroffen sind, übernehmen. Wir gehen in einen konzeptionellen Teil rein, wo man das anschaut. Das Mikrofon ein bisschen näher, bitte. Das ist vor allem unsere Aufgabe, dass wir versuchen, jetzt sehr gut die pragmatische Umsetzung zu teilen und überlegen, was ist der effektive das Unternehmen. Jawohl, du musst das Mikrofon noch ein bisschen näher nehmen, Daniel, für die nächste Frage. Einfach das Mikrofon ein bisschen als Mut, danke. Heidi Bösch, ich möchte Sie gerne als Personalchefin ansprechen. Wie beurteilen Sie die Skills und das Level von den Nominierten dieses Jahr? Also die Arbeit haben allesamt ein sehr hohes Niveau. Mich hat fasziniert, wie intensiv die Auseinandersetzung gegangen sind mit diesen Unternehmungen, wie gut und fundiert die Auftraggeber kennengelernt haben in dieser Zeit. Dann finde ich, dass natürlich die verschiedenen Modelle, Methoden sind sehr professionell angewendet worden. Und wie man umgegangen ist mit der Komplexität und am Schluss wirklich die Ergebnisse auf sehr passgenaue, treffsichere Handlungsempfehlungen gebracht hat, das hat mich beeindruckt. Also allesamt ein hohes Niveau. Also Kompliment für die Studierenden, danke. Jetzt, Sie beide sind ja neu in der Jury, das ja neu dazugekommen. Ich habe gehört, es steckt auch einiges an Arbeit in dieser Jury-Tätigkeit. Wieso tun Sie sich die Arbeit an? Wieso engagieren Sie sich für den Young Leader Award? Daniel Wessner, bitte. Ja, erstens glaube ich, ist es für die jungen Leute ganz, ganz wichtig, dass sie so Praxisprojekte können umsetzen können, kennenlernen. Das ist, glaube ich, auch der einmalige Ansatz, den der Young Leader Award irgendwo hat. Das sind Führungs- und Fachkräfte von morgen. Die Leute brauchen wir in der Volkswirtschaft ganz unbedingt. Und dann ist es auch für mich persönlich natürlich eine Freude, die Arbeit zu lesen, wieder die neuesten konzeptionellen Ansätze wieder zu sehen. Das ist schon seit diesem Abschluss und darum macht das vor allem auch sehr, sehr viel Freude, da dürfen dabei zu sein. Gut, danke. Heidi Bösch, warum sind Sie dabei? Ich finde es faszinierend und es macht Spass. Es ist unheimlich spannend, in die verschiedenen Unternehmungen einzutauchen. Dann ist der Lerneffekt für uns natürlich auch sehr gross. Also, da durchzulesen und sich auseinanderzusetzen mit den Unternehmungen, aber auch mit der Vorgehensweise, löst auch bei mir immer wieder einen Lerneffekt aus. Dann ist in meiner Rolle natürlich ein persönliches Anliegen, das ist eine Herzensangelegenheit, dass ich den Nachwuchs aus der Ostschweiz gerne fördern und unterstützen und mein Möglichst dazu tun. Und es hat einfach auch Spass gemacht, die Arbeiten zu lesen. Durchaus. Gut, vielen Dank für den Einblick. Danke für euer Engagement. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns sicher wieder am Young Leader Award. Danke vielmals. Ja, bevor wir jetzt die Nominationen bekannt geben, wollen wir nochmal schauen, wer ist denn überhaupt vornominiert gewesen. Aus den 42 Praxisprojekten, die der Peter Müller gesagt hat, sind 6 in Marktforschung und 6 in Managementkonzeption vornominiert gewesen. Und das sind die Vornominationen in Marktforschung. Mit der Startnummer 1. Team Gasversorgung Romansort mit dem studentischen Projektleiter Marco Grünenfelder aus Au, St. Gallen. Team Nummer 2. Geberit North America mit dem Projektleiter Jan Wickenhauser, Goldach. Start Nummer 3, Geberit Vertriebs AG mit dem Dogus Aktoganbulut aus St. Gallen als Projektleiter. Team Nummer 4, Grundbuch- und Notariatsinspektorat Kanton Thurgau, Projektleiterin Ladina Tellebach aus Oberutzwil.
Start Nummer 5 ist Team Mikrob. Mit der Projektleiterin Susanne Stark aus Romanshorn. Und last but not least, das Team für die RT Verwaltungs AG, Antonia Dietsche aus Altstädte, ist die studentische Projektleiterin gewesen. Ja, also das sind die 6 Vornominierten gewesen, die sich noch dürfen Hoffnung machen. Jetzt wollen wir aber mal reinhören, wie haben sich die Teams in 2020 geschlagen. Bei uns ist niemand geringeres als die neue Führungscrew von der ebenso neuen Ostschweizer Fachhochschule, Marion Pester und Daniel Seelhofer, beides auch Jurymitglieder. Und sie beide sind ja auch neu in der Jury und haben das erste Mal so tiefe Einblicke bekommen in dieses Praxisprojekt. Darf ich Sie gerade direkt fragen, welchen Eindruck haben Sie bekommen von Ihren Studierenden in der Ost? Machen wir vielleicht Ladies first, Marion Pester. Ja, gern. Es war mir eine Freude, die Arbeiten zu lesen. Ich war wirklich beeindruckt. Also ernsthaft, engagiert, professionell. Es war vom Niveau her ausgesprochen gut. Jawohl, vielen Dank. Und bin Daniel Seelhofer. Was haben Sie für einen Eindruck bekommen? Also ich kann mit dem wirklich anschliessen, bin beeindruckt gewesen von der Methodenkompetenz, die da zum Ausdruck gekommen ist, auch von der Tiefe von der Analyse, von der Herleitung von der Resultate. Das ist wirklich höchstes Niveau. Also da auch nochmal ein Kompliment an die Studierenden. Jetzt, wenn ich gerade nachhaken darf, das Praxismodell, Daniel Seehofer, das ist ja Basis vom WTT Young Leader Award. Was denken Sie, wie wichtig ist das für die Kompetenzentwicklung von Ihren Studierenden im Departement Wirtschaft? Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist etwas, wo auch die Ost jetzt vor der FHS klar unterscheidet von anderen Fachhochschulen, die auch gute Arbeiten machen, aber wo die Metakompetenzen, die eben draussen im Arbeitsmarkt nachher wirklich entscheidend sind, vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise können hergeleitet werden. Ich glaube, mit einem Praxisprojekt können viele Sachen, die man sonst nur theoretisch im Unterricht gehört hat, dann miteinander gedanklich verbunden werden. Mhm. Und Marion Pester, vielleicht von Ihnen würde ich auch noch gerne hören, wie beurteilen Sie die Praxisprojekte, nach welchen Kriterien geht da die Jury vor? Ja, es hat 5 Kriterien, die eigentlich verschiedene Aspekte vereinbaren. Also es gibt zum einen die eher wissenschaftsorientierten Aspekte, da geht es um Methodik, um Analyse, konzeptionelle Fundierung. Auf der einen Seite, es geht darum, ob man die Projektziele, die man sich ja selbst mit dem Auftraggeber zusammensetzt, ob man die erreicht. Und auf der anderen Seite sind es aber auch Themen, die die Umsetzbarkeit betreffen, also die Anwendung in der Praxis, der Nutzen für den Auftraggeber, aber auch dann so was wie Originalität. Also wenn man die Methodik beherrscht, kann man noch darüber hinausgehen. Kann man noch so das bisschen das kleine Zusatzplus geben, das vielleicht überrascht oder auch nochmal ein Aha-Erlebnis schafft. Das wird auch bewertet. Und am Ende des Tages auch die Fähigkeit, ob man es schafft, die Ergebnisse des Projektes präzise und klug zusammenzufassen. Also da ist einiges gefragt, wie man gehört und gesehen. Ich bin gespannt, auf welche Entscheidung dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen beiden. Ich hoffe, die Jury-Tätigkeit bedeutet nicht nur Arbeit, sondern auch ein bisschen Spass. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns ganz sicher wieder am WTT Young Leader Award. Auf Wiedersehen miteinander. Ja, wir haben ja schon die Vornominierten vorgestellt in Marktforschung. Selbstverständlich stellen wir auch die Vornominierten in Management-Konzeption vor. Und das sind die 6 Vornominierten. Team Bühler mit dem studentischen Projektleiter Joel Untersander aus Widnau. Zweite Team für die Firma Fensterinform mit der Projektleiterin Eva Fassel Vaduz. Dann das Team Prodartis mit dem Projektleiter Ivan Mihaljovic aus Wittenbach. Start Nummer 4.
Smart Streaming Solutions Voicetera. Projektleiterin ist Sophie Berger aus Herisau. Dann das Team Spitalverbund Appenzell-Ausserrhoden mit dem Projektleiter Lukas von Rhein aus Tüfe. Und das sechste Team, das Team Varioprint mit der Elina Dichgans aus Goldach als Projektleiterin. Ja, das sind also die besten 6 Arbeiten in Managementkonzeption und wir kommen langsam zur Entscheidung. Wir sind nochmal live im 18. Stock von der Ost. Ich habe bei mir 2 langjährige Jurymitglieder. Es sind der Christoph Oswald und der Thomas Haring. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Ja, wie gesagt, ihr seid schon lange dabei. Ihr habt schon viele Arbeiten können lesen. Darum meine Frage an euch. Das Jahr hat ja alles müssen digital vonstatten gehen. Hat sich Corona irgendwie bemerkbar gemacht in diesen Arbeiten, Thomas? Ja, erstmal ist klar, dass natürlich die Pandemie einen erheblichen Einfluss hatte, negativen Einfluss auf die Gesellschaften. Das kann man auch ein bisschen spüren in den Arbeiten, dass die Belastung da war. Aber die Digitalisierung beschleunigt das natürlich schon. Und ich denke, das ist was, was die Fachhochschule extrem gut gemeistert hat mit den Unternehmen zusammen. Die arbeiten auf dem gleichen hohen Qualitätsniveau wie in der Vergangenheit herzubringen. Und qualitätsmäßig haben wir keine Abstriche gesehen, keine Unterschiede gesehen. Das ist beeindruckend, wie die Studierenden gemeinsam mit den Unternehmen das hinbekommen haben in dieser herausfordernden Zeit. Mhm, vielen Dank. Christoph Oswald, hast du gesehen, dass Corona eine Spur gezogen hat? Ja, eigentlich eine positive Spur. Die Spur ist die, dass man eigentlich gesehen hat, wie wenig Probleme das gibt, umzustellen auf die digitalen Medien. Da hat es uns viel, viel länger Zeit gebraucht, bis man umgestellt hat. Das hat hervorragend funktioniert und das hat in der Qualität der Arbeit überhaupt keinen Abstrich gehabt diesbezüglich. Also ich habe alle bewundert, ihr bewundert vor allem jetzt auch die Fachhochschule, wie sie doziert hat, habe aber auch bewundert die Studenten, wie sie schnell auf das umgestellt haben. Das ist eigentlich in der ganzen negativen Entwicklung von Corona sehr ein positiver Punkt gewesen. Danke, Christoph. Also nochmal Lorbeeren für die Studierenden. Ich glaube, jetzt dürfen wir die Leute nicht mehr länger auf die Folter spannen. Christoph, sag uns doch bitte alphabetisch nach Firma. Wer ist nominiert für den WTT Young Leader Award in Marktforschung? Nominiert ist Geberit Nordamerika, Geberit Vertriebs AG und Mitkrop AG. Aha, das sind die 3 Nominierten in Marktforschung. Thomas, das gleiche Managementkonzeption bitte ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge nach Firma. Wer ist nominiert 2020? Nominiert 2020 in alphabetischer Reihenfolge sind die Bühler AG, Fensterinform GmbH und Prodatis AG. Wunderbar, danke vielmals. Ihr beide sind auch Preissponsoren, das heisst, auch euch sehen wir ganz sicher wieder am 8. Dezember auf der Bühne bei der Preisübergabe vom Young Leader Award. Ich danke euch vielmals und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls, eine gute Zeit. Der Christoph Oswald und der Thomas Haring also. Mit den Nominationen für den WTT Young Leader Award 2020. Ihr findet die auch auf der Homepage www.ost.ch/WTT-ILA. Wer in welcher Reihenfolge dann auf dem Podest steht, das erfahren wir am 8. Dezember in der Tonhalle St. Gallen am WTT Young Leader Award. Die Spannung bleibt also hoch. Wir freuen uns, wenn ihr auch eure Freude jetzt Ausdruck verleiht und noch ein bisschen kommentiert auf Facebook. Aber Achtung, liebe Studierende, noch nicht zu wild. Es wartet noch einiges an Arbeit auf euch jetzt. Schon bald stehen Medientrainings an und dann werdet ihr von unseren Medienpartnern und weiteren Medien richtig bestürmt. Beispielsweise folgen Porträts im St. Galler Tagblatt, auf Tele Ostschweiz oder auch im Wirtschaftsmagazin Leader. Ich rate euch, verpasst euer Medientraining nicht. Es ist am 30. September und dann holt doch nochmal richtig Luft.
Am 8. Dezember dreht sich dann alles um die Frage, wer gewinnt den WTT Young Leader Award. Ich drücke euch allen Daumen, toi 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 und bis dann.